Hallo, ich zeige euch heute, wie man den Sinus bzw. Cosinus, Minussinus oder Minuscosinus ableitet und was man beachten sollte. Fangen wir an mit der Ableitung von Sinus. Das heißt, wir leiten Sinus von x ab. F' von x ist gleich Sinus von x abgeleitet ist dann Cosinus von x mal die Ableitung vom Argument, in dem Fall ist das Argument x, also mal 1. Das nächste ist dann Cosinus von x. Die Ableitung schaut dann so aus, dass die Ableitung von Cosinus der Minus Sinus ist. Und mal die Ableitung vom Argument, also was drin ist, mal 1. Kommen wir zum Minussinus. Wie leitet man den ab? Auch ganz einfach. Die Ableitung ist einfach Minus Cosinus von x mal die Ableitung vom Argument, also mal 1. Die Ableitung von Minus Cosinus ist dann logischerweise einfach der Sinus von x mal, wie wir vorhin auch schon gemacht haben, die Ableitung vom Argument, also x ist dann 1. Jetzt kommen wir mal zu einem bisschen schwierigeren. Das ist dann f von x ist gleich Sinus von minus 3x. F von x, f' von x ist gleich. Die Ableitung von Sinus, wissen wir, ist ja der Cosinus. Cosinus von minus 3x. Die Ableitung vom Argument, in dem Fall ist es minus 3x mal minus 3. Das heißt, im nächsten Schritt fassen wir es dann zusammen. F von x ist gleich minus 3 Cosinus von minus 3x. Das war's. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Bis zum nächsten Mal.